Drei Siege aus den letzten drei Spielen, so sieht er aus, der Nicht-Abstiegsplan des SC Verlo. Und losgehen sollte es heute schon mit einem Dreier gegen den SVW in Wiesbaden und Trainer Markus Kauzinski. Früh im Spiel drin, die Hausherren natürlich bedacht darauf, nicht in einen Konter zu laufen, aber doch bitte nicht so, das ist Faruk plötzlich allein vor der Kiste und er trifft die Latte. Da wäre nichts zu halten gewesen für Niklas Tiede. Und es wäre die frühe Führung gewesen für den SVW in Wiesbaden, für den es ja um nichts mehr geht, schon länger. Und der trotzdem gut drauf ist, haben wir vergangene Woche gesehen beim Sieg gegen den ersten FC Kaiserslautern. 40 Sekunden später eine Flanke. Hier im Prinzip schon abgeblockt, die Szene ist vorbei. Denkste. Und dann kommt Ron Belinski an den Mann. Ron Belinski, Tor! 1:0 für den SC Verl! Das 9. Saisontor für den 27-Jährigen, das 6. aus den letzten 5 Spielen. Ein Mann, der erst mit 26 Profi geworden ist und der jetzt einen riesen Lauf hat. Die Führung für die Hausherren und das tat natürlich gut. Und gut tat auch, dass dieser Trikotzupfer an Mockenhaupt nicht gesehen worden war. Belinski sagt Dankeschön, die Führung. Danach plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. SVW Wiesbaden mit viel Spielkontrolle, aber mit wenig Durchschlagskraft. Und dann hier der Ballverlust von Hollerbach. Wir sind schon kurz vor der Pause. Ein bisschen Platz für die Hausherren. Und das ist Bark. Und Bark hat Platz und Bark hat das Auge für Corbos. Und Corbos eiskalt, das 2:0 quasi mit dem Pausenpfiff. Der zweite Saisontreffer erst für den Kapitän und was für ein wichtiger. Aber hier erst der gute Zweikampf. Hollerbach, der ein bisschen spekuliert hat auf den Freistoß, Hüfte, ihn zu Recht nicht bekam. Und dann geht es schnell. Und wenn sie ja was können, dann ist es die Offensive. Der SC Verl jetzt schon mit 52 Saisontreffern dank diesem Tor des Kapitäns. Zufrieden natürlich der Trainer mit Schniert. Ja, das schien doch zu laufen. Der Nicht-Abstiegsplan war am Gehen. So, rein in die zweite Halbzeit. Aber der SVW in Wiesbaden nicht hierher gekommen, um die Punkte da zu lassen. 51. Minute, Time in Koppel. Da hatten die Verler immer Probleme mit dem Tempo. Bringt hier den Ball nach innen. Und dann ist es Jakobsen. Hatte vorher schon drei riesige Chancen, kriegt den Ball nicht ins Tor. Und auch Brumme, eingewechselt. Scheitert an Niklas Tiede. Aber eins kann man vorwegnehmen, das war eine der wenigen Aktionen, wo es wirklich mal brenzlig wurde vom Kasten des SC Verl, der mit 2:0 in Führung lag. Und der hier den nächsten Angriff starten will. Das ist Stellwagen gegen Mockenhaupt. Und Mockenhaupt kommt zu spät. Und Mockenhaupt hatte schon gelb. Und damit ist klar, was jetzt kommt. Platzverweis für den Wiesbadener Kapitän. Nichts zu deuteln an der Entscheidung von Tobias Schultes. Und jetzt war das natürlich schon eine Mission Impossible für den SVW in Wiesbaden. Der Abgang des Kapitäns und der Blick zu seinem Trainer Markus Kauzinski, für ihn natürlich ein gebrauchter Tag. Und die Frage, kommt da noch was? Knapp 20 Minuten sind noch zu gehen. Wiesbaden versuchte es nochmal spielerisch, aber heiß war der SC Verl und heiß war er hier. Kasim Rabihic, wieder mal nur von der Bank gekommen. Nimmt es hier mit der kompletten Verteidigung der Wiesbadener auf und hat dann den Kopf oben für Lukas Petkoff. Und der macht das 3:0, 68. Minute. Der Deckel ist drauf. Der Dank geht natürlich an Kasim Rabihic. Beim Sieg in Saarbrücken hat er 75 Sekunden gebraucht für sein Tor. Dieses Mal fast 6 Minuten für seinen 15. Assist. Und Petkoff macht das ganz, ganz fein. Und am Ende steht ein 3:0-Sieg für den SC Verl. Ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt, weiß auch der Trainer, weiß auch Mitch Kniat. Und der ist natürlich danach auch bei uns am Mikrofon. Nur wir müssen den Klassenerhalt schaffen. Und das ist das oberste Ziel. Und wer mehr die Tore macht, wer irgendwie da auf der Linie rettet, ist komplett egal. Wichtig ist, dass wir nächstes Jahr in der dritten Liga spielen. Und dann da müssen wir alles unterordnen. Man hätte heute einen Platz gut machen können. Das haben wir irgendwie hergeschenkt. Deswegen muss ich das erstmal verarbeiten. Ja, und dann hieß es für den SC Verl feiern lassen. Und die nächsten Aufgaben, 2 Siege und dann wird richtig gefeiert. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.